Moin zu der Ballade von Obosa. Ich zeige euch mal wieder, wo die ganzen Bilder sich auf dieser Karte befinden. Und wir starten das Ganze dann mal mit diesem Bild hier. Das befindet sich genau dort, wo wir jetzt gerade stehen. Hierfür müssen wir einfach Moldora besiegen, der da unten rumeiert. Am besten zu machen mit Elektrowaffen, sei es Pfeile, ein Schwert oder eventuell auch dann halt Ubursas Zorn. Als zweites dann dieses Bild hier. Wir stehen genau auf dem Punkt gerade, wo sich das Ganze befindet. Wenn ihr da steht, wo wir gerade sind, werdet ihr hier schon in diese Richtung den blauen Kreis sehen, den man nutzen muss, um da halt durchzukommen. Da muss man halt in der Zeit einmal ganz durchzischen. Und das Ganze geht natürlich am einfachsten mit einer Sandrobbe, die da, wo wir jetzt gerade hingucken, sich befindet. Und nun zum letzten Bild. Dort, wo wir gerade stehen, ist nämlich auch die Schlucht in der Nähe. Dort müssen wir jetzt ein Juwel reinschmeißen. Ich werde euch mal genau zeigen, wo sich das oder wo sich diese Kugel befindet. Ich habe schon alle Gegner drin besiegt, das solltet ihr am besten auch machen. Auch leicht zu machen, vor allem mit Ubursas Zorn. Das Juwel bzw. die Kugel befindet sich nämlich genau hier bei den Bananen oben auf dem Tisch drauf und die müsst ihr jetzt bis zur Schlucht hintragen. Wenn ihr dann angekommen seid, schmeißt ihr natürlich die Kugel am Ende hier in die Schlucht rein. Oh nein, die schöne Banane! Und wenn ihr das gemacht habt, dann erscheint dann auch dieser Schrein hier. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ich muss natürlich alles mal nachstellen. Ich hoffe trotzdem, dass euch das weiterbringt. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare rein. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann!